Benutzen Introvertierte ihre stille Art als Ausrede, um Unzulänglichkeiten zu rechtfertigen und aus ihrem Leben nichts zu machen. Ja, wenn du den Namen dieses Kanals siehst, denkst du dir jetzt bestimmt, ach Jennifer, du machst Videos für Introvertierte und du bist selbst introvertiert. Du wirst doch bestimmt nicht wirklich auf Introvertierten rumhacken. Doch, wenn es sein muss, dann teile ich auch aus. Die Chancen stehen halt nur verdammt gut, dass ich am Ende nicht wie ein 0815 Motivationsguru klinge, der dir einreden will, du wärst ja gar nicht introvertiert. Du bist nur von den Mainstream-Medien gebrainwashed worden und das Einzige, was dir helfen kann, ist mein Kurs, der jetzt und schon immer und für immer im Super-Duper-Angebot ist. Es gibt Introvertierte, die mit ihrer stillen Art alles wegerklären wollen und sich auch hinter dem Begriff introvertiert verstecken. Das brauchen wir nicht verheimlichen und nicht schönreden. Denn wer sagt, ich kann das nicht, denn ich bin introvertiert, ja, der benutzt eine Ausrede. Es gibt nichts, was Introvertierte von Natur aus wirklich nicht können. Also absolut gar nichts. All die typisch introvertierten Verhaltensweisen und Bedürfnisse, wie nicht unbedingt gerne im Mittelpunkt stehen wollen, nicht laut werden zu wollen oder kein Fan von Smalltalk zu sein, all das sind Präferenzen, keine Naturgesetze. Es ist was völlig anderes, wenn jemand sagt, ich bin introvertiert, ich möchte bestimmte Dinge nicht tun. Aber darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Erst einmal müssen wir darüber reden, was passiert, wenn sich jemand hinter dem Begriff introvertiert verstecken will. Zum einen stehen die Chancen verdammt gut, dass es sich nicht um reine Introvertiertheit handelt, sondern auch um Schüchternheit und soziale Hemmungen. Und während Introvertiertheit ein relativ fester Bestandteil des Wesens ist, sind Schüchternheit und Hemmungen erlernte Dinge, die entsprechend auch wieder abgelegt werden können. Wer nun aber denkt, dass die Hemmungen ebenfalls im Wesen verankert sind, na, der redet sich auch ein, gar keine Chance zu haben, sozialer, erfolgreicher oder glücklicher zu werden. Da ist dieser Glaube, dass tief drin etwas nicht stimmt. Und diese Menschen geben sich dann ihrem Schicksal auch hin und wiederholen bestimmte Glaubenssätze. Ich bin einfach niemand, der vor Menschen sprechen kann. Ich bin keine Person, die neue Freunde findet. Ich bin nicht erfolgreich im Beruf, der Liebe oder dem Leben und werde es auch niemals sein. Aufgepasst, wenn wir einfach sagen, dass sich Introvertierte hinter ihrer angeblich natürlichen Art verstecken, ist das eigentlich zu allgemein gehalten. Klar gibt es Menschen, die sich selbst auch mehr oder minder bewusst diese Ausreden suchen, um es nicht mehr versuchen zu müssen. Aber es gibt ja genauso Leute, die noch nicht verstanden haben, was Introvertiertheit ist, woher ihre Hemmungen kommen oder wie sie sich eigentlich selbst im Weg stehen. Daher finde ich den Ansatz einiger Menschen im Internet oder auch im echten Leben ziemlich blöd. Ich denke nicht, dass ich jemandem damit helfe, ihn voll zu schnauzen oder Vorwürfe zu machen. Denn ich weiß nicht genau, wie die andere Person zu diesem Denkfehler gekommen ist. Stattdessen brauchen wir Aufklärung. Zum einen darüber, dass introvertierte Menschen alles tun können, was sie wollen. Angela Merkel ist introvertiert und war für viele Jahre einer der mächtigsten Menschen auf dem Planeten. Mark Zuckerberg ist introvertiert und einer der reichsten Menschen der Welt, der wahrscheinlich gerade mithört, worüber wir so sprechen. Aber, und das fehlt mir so oft, wenn das Thema besprochen wird, das heißt eben auch nicht, dass Introvertiertheit überhaupt keine Rolle bei der Lebensgestaltung spielen würde. Nur weil Introvertiertsein kein Gefängnis für uns ist, heißt das noch lange nicht, dass wir einfach nur so tun müssten, als wären wir extrovertiert. Man sagt schließlich nicht umsonst, dass Extraversion und Introversion bitte als Spektrum betrachtet werden sollen. Jeder muss für sich schauen, wo er sich einordnet. Und dann eben auch schauen, welche Bedürfnisse daraus erwachsen. Manche Introvertierten brauchen sehr viel Zeit, um die sozialen Akkus wieder aufzuladen. Wenn sie sich dann in einen Job zwingen, bei dem sie 8 bis 10 Stunden am Tag nur mit Menschen zu tun haben, ohne eine Pause, na dann muss damit gerechnet werden, dass nahezu jede Minute außerhalb der Arbeitszeit zum Auftanken gebraucht wird. Oder der Stress sie irgendwann überwältigt. Manche Introvertierten wollen einfach nicht im Mittelpunkt stehen. Nicht aus Angst, sondern weil sie eben keine Freude dabei spüren und diese Aufgabe dann lieber anderen überlassen. Sollen sie nun ständig Reden halten oder Kurse geben, wäre das wohl nichts für sie und es würde sie auf Dauer belasten. Manche Extrovertierte drehen völlig durch, wenn sie mit ihren Gedanken allein sein müssen. Sollen sie nun als Nachtwächter stundenlang allein sein, würden sie damit auch unglücklich werden. Da kommt jetzt der vorher schon mal angedeutete Unterschied zwischen ich kann nicht und ich will nicht ins Spiel. Wer glaubt, er könnte viele Dinge einfach nicht, weil er so ist, wie er ist, der wird sich nicht fühlen, als hätte er die Kontrolle. Da wird immer ein Gewicht auf den Schultern lasten, das ein freies Leben schwer bis unmöglich macht. Wer sich aber ein bisschen mit seinen Bedürfnissen befasst, einige Dinge ausprobiert und dann feststellt, das ist nichts für mich, na, der übernimmt die Kontrolle wieder. Ich könnte permanent von Menschen umgeben sein, ich denke nur nicht, dass mir das die meiste Freude bringt. Ich kann auch vor Menschen sprechen, aber ich möchte das nicht ständig machen müssen. Ich kann auch mal mit meinen Gedanken allein sein, aber ich bevorzuge Menschen, um mich herum zu haben.
Ganz einfach, den Unterschied zwischen ich kann nicht und ich will nicht erkennen zu müssen, klingt jetzt geradezu lächerlich simpel, oder? Ja, das liegt daran, dass ich in meinem warmen Zimmer sitze, diese Worte dutzende Male überarbeitet habe und schon einige Jahre der Selbstfindung hinter mir habe. Die Wahrheit ist aber, sich und seine Bedürfnisse zu erkennen und auch auszuleben, ist eines der schwersten Dinge überhaupt. Denn es gibt weitaus mehr Glaubenssätze als nur die bezüglich Introversion und Extraversion. Manche denken, ich bin einfach nicht attraktiv für das andere oder eigene Geschlecht. Andere sind davon überzeugt, dass sie einfach nicht sportlich sind. Ein typischer Glaubenssatz ist auch, dass man von Natur aus besser wäre als andere Menschen. Das wird dazu führen, dass man blind für die eigenen Fehler wird und sich nicht wirklich weiterentwickelt. Die angeblich fehlende Sportlichkeit sorgt dafür, dass man gar nicht erst versucht, mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren. Und viele Menschen, die glauben, einfach nicht attraktiv zu sein, eignen sich auch tatsächlich unattraktive Verhaltensweisen wie fehlende Hygiene oder abweisende Kommunikationsarten an. Gibt es einschränkende Faktoren in unserem Leben? Na klar. Wer schlecht gucken kann, wird kein Scharfschütze und wer nicht in den Vereinigten Staaten geboren wurde, wird kein US-Präsident. Aber innerhalb der uns vorgegebenen Rahmenbedingungen haben wir ganz, ganz viel Gestaltungsspielraum. Und für Introvertierte heißt das, finde heraus, was dir gut tut und was nicht und gestalte dein Leben danach. Klappt das immer zu 100%? Sicherlich nicht. Manchmal glauben wir, aus völlig freien Stücken zu handeln, obwohl da doch noch irgendein Glaubenssatz zu finden ist, den wir nicht auf die Probe gestellt haben. Aber jeder, der dir einredet, du müsstest Introvertiertheit komplett ignorieren, weil du dich möglicherweise einschränken könntest, der vereinfacht das Thema zu sehr. Introvertiert zu sein ist etwas, was wir erforschen müssen, verstehen müssen, einbinden müssen. Und das führt zu ganz, ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Manche Introvertierte legen plötzlich alle Hemmungen ab und leben ein Leben auf der Überholspur. Sie sind von außen nicht als introvertiert zu erkennen und sie gehen richtig darin auf, ihre Grenzen auszutesten und auszureizen. Auf der anderen Seite gibt es auch diejenigen, die sich ganz plötzlich erlauben, ruhiger zu sein, ohne sich selbst dafür zu hassen. Sie verändern eigentlich nichts an ihrem Lebensstil, sind aber trotzdem glücklicher, einfach weil sie endlich merken, dass sie selbst entscheiden, wie sie leben wollen. Meist muss sich diese Gruppe der Introvertierten allerdings vom sozialen Umfeld weiterhin blöde Sprüche anhören. Das negative Feedback von Familie, Freunden und Kollegen ist leider ein großer Faktor bei Introvertierten, die mit Selbsthass zu kämpfen haben. Dazu habe ich mal ein Video gemacht. Falls du aus diesem Video hier etwas mitnehmen konntest, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Aber fast noch wichtiger wäre, dass du auch deine Erfahrungen teilst, damit wir voneinander lernen können.